Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Diesmal wieder ein Getränk, Flying Power Juicy Energy Drink. Hatte ich vor nicht allzu langer Zeit. Da habe ich sogar noch einen vollen in diesem Design. Jetzt haben sie das Design eigentlich nahezu komplett überarbeitet. Sieht jetzt so aus. Also neu und alt. Gefällt mir eigentlich ganz gut mit dem schwarzen. Schaut das irgendwie sehr auffällig aus, kommt mir vor. Und angeblich auch neue Rezeptur. So wie das halt immer auf den Dosen draufsteht, wenn irgendwas verändert wurde. Schauen wir mal. Schaut ein bisschen so aus wie Chuck Norris Urin. Aber ja. Ja, riecht fruchtig und schmeckt fruchtig. Ich könnte jetzt nicht unbedingt sagen, okay, hier steht Apfel, Birne, Mango, Orange, Maracuja. Ja, in der Mischung kann man das eh nicht mehr einzeln herausschmecken. Aber es schmeckt uns gut und ist ein bisschen eine Abwechslung im Vergleich zu den anderen Getränken. Jetzt könnte ich mit dem iPhone noch den Strichcode scannen, um hier mal zu schauen. Der Autofokus von dem Baku funktioniert nicht sehr gut. Es dauert immer ewig, bis der irgendwas scharf stellt. Das hat er in dem Fall schon. Ich glaube, das ist sogar mein Foto. Allerdings noch von neues Bild hochladen. Noch vom alten Getränk. Ich werde das jetzt hier mal updaten. Sozusagen. Ja, also wie gesagt, gekauft bei Hofer bzw. Aldi für, soweit ich weiß, 49 Cent. Hat einen Koffeingehalt von 32 Milligramm pro 100 Milliliter. So wie bei einem Red Bull, also da haben sie scheinbar nichts verändert. Ja, dann noch einen schönen Grüß an die Geschickelten. Ich werde den Link noch in die Videobeschreibung einfügen. Die werden demnächst ein Video von einem Chili-Wettessen hochladen. Bin schon gespannt, wie sie sich dabei tun. Und ich wollte euch noch fragen, wie das eigentlich bei euch ist im Büro, also für diejenigen, die arbeiten gehen, wie das ist mit Klimaanlage, Klimatisierung, Frischluft. Bei uns ist es so, dass das Zimmer, in dem ich sitze, hat Platz für drei oder eigentlich vier Leute, aber wir sind halt zu dritt derzeit drinnen und haben zwei so Klimaanlagen sozusagen, die schaffen das Zimmer eigentlich, also angenehm nicht, aber schaffen das Zimmer kühl zu halten. Das Zimmer hat allerdings auch zwei Türen, das heißt, hier geht auch ein bisschen Luft verloren. Und auf der anderen Gebäudeseite gibt es ein paar Kollegen, die meinen, oh, Frischluft um jeden Preis, auch wenn es draußen 40 Grad hat, ist ja wurscht. Und ist nicht böse gemeint, aber ist ja wurscht. Machen halt dann die Fenster auf und haben dessen Zimmertür ebenfalls offen. Und es zieht dann halt in den Gang extrem warm rein. Also das merkt man deutlich, wenn man dann dort vorbeigeht bei der Tür, dass es wirklich viel wärmer ist. Und dann hat jetzt ein Kollege schon so eine Rundmail geschrieben, ja bitte, die unbedingt lüften wollen, sollen halt die Zimmertüren geschlossen halten. Und das ist so eine kleine Unstimmigkeit bei uns. Und ja, wollte ich mal fragen, wie das bei euch so ist. Vielleicht haben manche ja gar keine Klimaanlage oder manche haben vielleicht nur eine Hausklimaanlage, wo man gar nichts einstellen kann. Ich kann bei meiner eigentlich die Temperatur, den Ventilator, die Ventilatorstärke und ich kann sie ausschalten. Also ich habe bei meiner eigentlich relativ viele Möglichkeiten. Bin damit auch ganz zufrieden. Ab und zu ist halt ein bisschen zu warm, aber ja, das ist halt immer, wenn man dann gestresst ist oder so, kommt es einem noch wärmer vor. Wenn man dann irgendwie 10 Minuten mal wieder ruhig sitzt, geht es wieder besser. Ja, sonst muss man sich halt ab und zu ein Eis holen. Ja gut, das waren eigentlich soweit meine Fragen, meine Erzählungen. Ich habe für heute eigentlich nichts weiter vorbereitet. Und ja, ich kann euch ganz noch kurz zeigen, ich habe ein neues Stativ von Kuhlmann, das da ungefähr so aussieht. Und das alte hat mir eine Spur besser gefallen, aber das hat mich jetzt doch 60 Euro gekostet. Schaut vom Material ganz okay aus. Hat auch dann so Metallspitzen am Boden, also für einen
für einen wackelig oder für einen weichen Untergrund gedacht, aber ja, es ist halt eher ein Videostativ und kein Stativ für eine große Spiegelreflexkamera. Es wird für mich für beides reichen und wenn das dann nach 2 Jahren wieder kaputt ist, hole ich mal vielleicht ein besseres. Aber so mehr als 60, 70 Euro mag ich eigentlich nicht ausgeben. Noch dazu, auch vom Gewicht, ich mag sie auch gerne herumtragen. Und wenn das dann irgendwie so 5 Kilo oder so hat, dann tue ich mir damit natürlich schwerer, als wenn das hier nur 1300 Gramm hat. Also 1,3 Kilo. Ja. So, Galaxy Tab habe ich in letzter Zeit nicht so viel gemacht. Ja, ich war bei einem A1 Store. Ich weiß jetzt nicht, wer A1 in Deutschland heißt, aber jedenfalls A1 Mobilfunkanbieter hat gemeint, na, die können mir das nicht entsperren. Das soll ich zu dem gehen, wo ich es gekauft habe oder von dem ich das Gerät habe. Und dann haben sie gemeint, naja, oder man geht zu seinem Handy-Store, die halt die Handys verkaufen und cracken können sozusagen. Und dann habe ich halt gefragt, naja, was kostet das ungefähr? Haben die dann gemeint, 30 bis 40 Euro. Und das ist halt schon viel. Da könnte ich mir jetzt überlegen, wie viel würde ich mir mit einem anderen Tarif sparen, also von einem anderen Anbieter. Wie viel würde ich mir das sparen, wenn ich das entsperren lasse? Theoretisch habe ich Anleitungen gefunden, aber da muss man irgendwie relativ kompliziert Dateien tauschen, Verzeichnisse erstellen und so. Und ja, dafür, dass der WLAN-Hotspot am iPhone eigentlich gut funktioniert, wenn er nicht immer abstürzen würde. Aber ich werde mir das noch ein bisschen überlegen und werde das dann vielleicht doch entsperren oder mal diese Anleitung durchgehen am Wochenende, wenn ich Zeit habe und nicht gestresst bin. Ja. Ja gut, das war's dann schon jetzt wirklich. Schönen Abend noch, bis bald, Pöli out.